Im Streit über blockierte Getreideexporte aus der Ukraine ist offenbar eine Einigung erzielt worden. Die Türkei und die Vereinten Nationen hatten zwischen Russland und der Ukraine vermittelt. Der türkische Verteidigungsminister Akar erklärte, beide Staaten hätten ein Koordinationszentrum vereinbart, um Sicherheit und Kontrolle der Schiffe zu garantieren. Eine Vereinbarung dazu soll kommende Woche in Istanbul unterzeichnet werden. Durch die russische Blockade liegen etwa 20 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer fest. In Kiew ist meine Kollegin Isabel Chajani. Wie reagiert man denn in der Ukraine jetzt auf die Meldung, dass es diese Einigung gibt? Also es gibt ein Statement vom Präsidenten von Volodymyr Zelensky, in dem er sagt, dass man hofft, dass Weizenlieferungen wieder möglich sein werden. Da ist natürlich kein Zeitpunkt genannt. Und dass man so hofft, eine weltweite Hungerkrise oder eine Versorgungskrise auch zu unterbinden. Das ist die Position. Es ist wohl auch so, dass die Position der Russen bei diesem Thema oder die große Sorge der Russen zumindest bei diesem Thema ist, dass über die Schiffe, die dann rein oder rauskommen könnten, Waffen aus dem Land transportiert werden können oder ins Land kommen könnten. Das ist sozusagen der Streitpunkt oder der strittige Punkt auf der anderen Seite. Die von der Ukraine angekündigte Großoffensive im Süden hat ja offenbar noch nicht begonnen. Wie ist denn die militärische Lage zurzeit? Vielleicht ist es interessant zu sagen, dass wir gerade vor 17 oder 18 Minuten hier Alarm hatten. Dann haben wir nachgeguckt auf der Karte. Im Moment ist Alarm für das ganze Land, für die gesamte Ukraine. Und Sie sehen, das sieht man vielleicht nicht genau um mich herum. Also hier sind so Spaziergänger. Wir sind oberhalb von Kiew und können hier schön auf den Fluss, auf die Dnipro und auf die andere Seite schauen. Es ist also insgesamt, kann man sagen, jenseits von diesem Alarm gerade im Moment, von dem ich hoffe, dass es auch gleich wieder eine Entwarnung gibt, ist es eher von russischer Seite, kann man sagen, eine ruhige Phase. Und ich lerne hier, dass ruhig bedeutet, dass danach vermutlich wieder eine Welle kommen kann. So, was heißt das in Fakten? In Fakten bedeutet das, dass die Russen sich, das russische Militär sich nach wie vor konzentriert auf Sloviansk und Krematorsk, also im Donbass, in der Region um Donetsk. Es gibt, das hat selbst der russische Verteidigungsminister gesagt, keine Gebietsgewinne. Gestern hat es keine gegeben. Und was ich interessant finde, ist, dass immer wieder auch Charkiw angegriffen wird, die zweitgrößte Stadt hier in der Ukraine, die eben auch nur 70 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist. Das heißt also militärische Hauptziele Krematorsk und Sloviansk und Angriffe sowieso sozusagen auf den Osten und den Süden kleinere und die haben angehalten. Sie hatten nun gerade Gelegenheit, mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten zu sprechen. Wie stellt sich denn die Arbeit des Parlaments im Moment dar? Wie funktioniert Demokratie in Kriegszeiten? Ja, es war der stellvertretende Parlamentspräsident und also man muss sagen, es ist ja schade, dass wir im Fernsehen nicht immer zeigen können, was eigentlich drumherum passiert. Denn die Sicherheitsvorkehrungen, um so jemanden zu treffen, waren zumindest, sagen wir mal, gegeben. Alles wurde durchsucht. Wir haben uns an einem anderen Ort getroffen. Man darf den Ort nicht zeigen, wo wir uns getroffen haben, weil natürlich immer die Sorge ist, man könnte dadurch Informationen preisgeben, die dann für die gegnerische Seite von Gewinn sein könnten. Wir haben einen stellvertretenden Parlamentspräsidenten gesehen von der Fraktion der Regierungspartei, von Selenskys Partei, die ja die große Mehrheit hier im Parlament hat. Und er trug, Herr Alexander trug auch grün. Ich habe mich dann als Zivilistin etwas darüber gewundert und er hat gesagt, das ist ja klar, wir wollen die ganze Zeit bewusst haben und uns bewusst sein, auch als Parlament, dass wir im Kriegszustand sind. Er hat gesagt, das Parlament ist im Moment belagert, immer noch von den Sicherheitsvorkehrungen fast wie eine Festung. Aber nächste Woche zum Beispiel gibt es zwei Sitzungsperioden, zweimal à vier Stunden. In der Zeit werden dann ungefähr 50 Gesetze, auf Deutsch würde man jetzt sagen durchgepeitscht, sagen wir mal durchabgestimmt oder beraten. Ich wollte dann gerne von ihm wissen, was für Gesetze haben Sie überhaupt abgestimmt? Oder ist das mittlerweile über diese Zeit des Krieges, in der natürlich das Kriegsrecht gilt, ist das hier eigentlich mittlerweile ein bisschen eher ein autokratisches Modell geworden?
Und er hat gesagt, nein, wir haben zum Beispiel viele Gesetze abgestimmt für die Verfolgung von Kriegsverbrechen. Wir haben versucht, die Wirtschaft anzupassen und dafür Gesetze durchgewunken. Aber natürlich sind große Entscheidungen, die werden von dem Nationalen Sicherheitsrat beziehungsweise dann vom Präsidenten getroffen. Wir haben auch mit der Opposition gesprochen und die Opposition kritisiert, dass es sozusagen, negativ formuliert Gleichschaltung, positiv formuliert eine Vereinheitlichung der Medien gibt. Die Fernsehsender wurden hier alle zusammengeschlossen. Es gibt jetzt nur noch einen. Und vorher gab es eine relativ große Vielfalt an Medien, an Fernsehsendern. Und meine Frage an den stellvertretenden Parlamentspräsidenten war dann natürlich, okay, werden Sie das aufheben? Wird es wieder diese Meinungsvielfalt geben, die natürlich auch wichtig ist für eine lebendige Demokratie? Und er hat gesagt, nein, wir haben Kriegsrecht im Moment, das ist nicht. Das haben wir nicht vor. Wir haben ja in den vergangenen Monaten immer wieder gehört, dass in allen Bereichen versucht wird, den Alltag in der Ukraine so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Dazu haben Sie jetzt auch Eindrücke in der Gesundheitsversorgung sammeln können. Ja, es ist nicht so einfach, wenn man hier sozusagen so eine Frage stellt, wie zum Beispiel, wie viele Ärzte und Krankenschwestern fehlen denn eigentlich, dass man dann sofort so eine einfache Antwort bekommt vom Gesundheitsministerium. Dem ist mitnichten so. Das heißt, man muss immer gucken, wo man sich kleine Puzzlesteine zusammensammeln kann, um dann einen Gesamteindruck zu bekommen. Mein Gesamteindruck ist der, dass das Militär medizinisch nicht sehr gut versorgt ist, sondern dass es absolut abhängig ist, das Militär von allen Arten von Freiwilligen und von Hilfslieferungen aus dem Ausland. Was die zivile Versorgung angeht, und die zivilen Opfer sind vermutlich, die zivilen Verletzten sind vermutlich höher als die militärischen, weil das lerne ich hier sozusagen in Kriegszeiten häufig so. Was die zivilen Opfer angeht, so ist es so, dass hier in der Hauptstadt, in Kiew, wir sind ja hier sozusagen top-notch, ja, dass hier ist die medizinische Versorgung zum Teil gut, auch weil eben in großen Städten die Versorgung in der Regel besser ist als auf dem Land. Aber auf dem Land oder an der Front, wo zum Teil auch Krankenhäuser demoliert und zerstört sind, ist es natürlich ganz anders. Plus, es ist natürlich auch ein beträchtlicher Teil von Ärzten und Krankenschwestern aus dem Land rausgegangen. Und das bedeutet natürlich für das Gesundheitssystem eine Schwächung. Ein leitender Arzt sagte uns, aber Sie können davon ausgehen, jeder arbeitet hier eine Doppelschicht. Also die Identifizierung mit dem System und die Hilfe, die man dann geben will, ist sicherlich hoch. Aber ich würde mal sagen, also vor allen Dingen, was das Militär angeht, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir mit einem Militärarzt gesprochen und er hat gesagt, wenn wir eine bessere Versorgung hätten, könnten viele ukrainische Soldaten gerettet werden und müssten nicht sterben. Vielen Dank für diese Informationen und Eindrücke, Isabel Shayani in Kiew.